Damen und Herren, der Herr Vogt ist in Freising Werkleiter. Ja. Also Sie sind praktisch Stadtwerke verantwortlich. Für die Stadtwerke bin ich verantwortlich, also sowohl für die Wasserversorgung, Stromversorgung, aber eben auch für die Bäder. Wie ist jetzt so dieser Schritt vom Freibadzyklus hinein in diesen neuen Kombibadzyklus? Also sehr gut. Also es hat lang gedauert. Wir haben ja 2012 angefangen mit der Planung und jetzt 2019 haben wir es nun endlich geschafft, dass eben hier dieses Fresh in Betrieb geht. Wie macht man das eigentlich, wenn man sowas plant? Gibt es da irgendwelche Fachleute oder gibt es Architekten, die auf Bäder spezialisiert sind oder was macht man da? Also es gibt sehr viele Spezialisten am Markt. Also wir haben da einige gehabt, auch aus Hamburg zum Beispiel. Aus Hamburg? Ja, genau. Aha. Warum in die Ferne schweifen, da das Gute liegt so nah? Ja, also es sind halt schon Leute teilweise, die sich sehr gut bei der Planung von Bädern auskennen, auch gerade wenn es darum geht, welche Größe braucht man für eine Stadt wie Freising mit den 50.000 Einwohnern. Und da haben wir uns schon Spezialisten mit dazu geholt. Und hier waren ein paar Schwierigkeiten, insbesondere wir sind in einem Wohngebiet. Da muss man auch erstmal schauen, dass man da eben das Bad bauen darf, also rein rechtlich. Und wir haben alles hinbekommen und jetzt haben wir das Bad hier stehen, das Fresh. Und ich denke, die Lerchenfelder sind ganz froh, dass das hier mitten in Freising platziert wurde. Brauchen wir dann, so wie bei anderen Bauvorhaben, auch von den Anliegern Unterschriften und dann Plan, oder? Ja, zumindest muss man es so hinbekommen, dass es rechtlich passt. Also dass man irgendwie einen Einspruch einlegt? Oder ja, genau. Ja. Vielleicht bei der Bauvorgabe ein bisschen zittern, aber wenn dann die Bauvorgabe vorbei ist, dann passt alles genau. Die haben dann vorher Freikarten verteilt, oder? Das haben wir auch gemacht. Ich meine, das ist für die Anwohner schon natürlich eine anstrengende Phase gewesen, der ganze Bau. Wir haben da viel bei der Gründung machen müssen, sehr tief in den Boden gehen müssen. Und, wieso das? Weil es bei Grundwasser ist, oder was? Ja, Grundwasser ist schon ein Riesenthema und wir mussten natürlich da, hier ist ein relativ großer Keller auch drunter, wo die ganze Technik drin steckt, ja, für die ganzen Bäder. Deswegen war das schon ein relativ großer Aufwand. Und man muss sich das so vorstellen, die Anwohner haben bisher nur 4 Monate Stress gehabt, also nur die 4 Sommermonate. Und jetzt ist es schon so, dass sie praktisch das ganze Jahr in Betrieb da haben. Aber klugerweise gleich ein Parkhaus dazu bauen. Ja, ne? Genau. Also die parken jetzt nicht, wie es früher war, in den Gärten und in den Einfahrten von den Garagen. Wir hoffen, dass sie das schon nutzen, aber das wäre halt wichtig für uns auch, dass sie das wirklich so machen. Was sind Sie für Jahrgang? 68. 68. Naja, dann kennen Sie diese Probleme, die vor so 20 Jahren viele Kommunen gehabt haben, als sie sich ihre Hallenbäder gebaut haben, ja, und dann haben plötzlich die Energiekosten explodiert. Was haben Sie gemacht? Also hier ist es ja so, dass das Bad ist von 71, auch so der Klassiker, ein Schulhallenbad. Damals war Freising auch noch nicht ganz so groß wie heute. Ist gewachsen. Also ich spreche vom Freibad, ne? Also ja, überhaupt grundsätzlich von Freising, vom Hallenbad. Also, also es gab ein Hallenbad. Pimmelberg. Und das war schon ein Riesenthema. Seit 1991 wird im Prinzip in Freising überlegt, ob man ein Kombibad baut. Was, so lange? Seit 1991 sind sozusagen Diskussionen da. Und jetzt hat man es dann doch irgendwann geschafft. Genau. Ja, aber haben Sie jetzt irgendwie, was weiß ich, Wärmetauscher eingebaut oder haben Sie irgendwelche Kollektoren auf dem Dach? Da gibt es so also spezielle Schwimmbaderhitzer und so Zeug. Also was wir gemacht haben ist, es gibt immer das Thema, Stadtwerke sind ja immer so organisiert, dass man möglichst auch versucht, steuerlich recht gut zu funktionieren. Also sprich, dass man die Gewinne von Strom- und Gasversorgung auch dann für solche Einrichtungen wie kommunale Bäder oder ÖPNV nutzen kann. Und hier ist es so, es gibt ein Blockheizkraftwerk, wo aus Gas letztendlich die Wärme erzeugt wird und teilweise dann eben auch der Strom erzeugt wird, der hier verbraucht wird. Das ist das eine Thema und es gibt sicherlich auch das Thema, dass wir die auf dem Dach dann noch Photovoltaik aufbauen wollen. Ja. Okay, jetzt, aber trotzdem, was mich jetzt interessiert, da hat man vorher schon ein bisschen was gehört über Kosten und Deckungsgrade. Mit was für einem Kostendeckungsgrad rechnen Sie denn bezüglich der Eintritte? Kann man das erfahren? Sind das 15%, 20% oder
Das ist einmal wichtig zu hören, weil ja, viele Leute sich keinen Begriff machen. Schauen Sie, wir zahlen in München ungefähr das Dreifache von dem, was hier Ihre Gäste in Freising zahlen. Okay. Wenn ich zum Bahn gehe, verstehen Sie das? Okay. Dann bin ich mindestens 15, knappe 20 Euro los, wenn ich nur saunen will. Okay. Und bei Ihnen ist es deutlich günstiger. Okay. Ja gut, also wir wollen ja vielleicht die Münchner auch nach Freising rauslocken. Also das ist schon unser Thema. Also Kostendeckungsgrad, es wird sicherlich ungefähr darauf hinauslaufen, der Badegast, der zahlt Größenordnung seine für den Freibadeintritt seine 3 Euro, 4,50 Euro im Winter. Und man kann ungefähr sagen, dass die Stadtwerke nochmal das Doppelte ungefähr drauflegen oder die Stadt Freising das Doppelte nochmal drauflegt. Pro Badegast? Pro Badegast. Wenn man so rechnen würde. Was soll denn das ganze Teil hier kosten? Also wir sind jetzt bei 40 Millionen. In 40 Millionen? 40 Millionen. Das ist ein Haufen Zeug. Ja. Vor allem kann man sich natürlich da, wenn man es billig macht, ganz schnell vergreifen. Und dann haben wir also solche Situationen wie im Norden des Münchner Landkreises. Ne? Okay. Sie wissen, was ich meine, oder? Nee. Ja, da hat doch in Ismaning, die haben doch so ganz böse da hier sicher blutige Nasen. Ich bin spät, aber die haben doch da Lehrgeld zahlen müssen, möchte ich so formulieren. Ja. Das stimmt. Ja. Gut, die haben auch relativ lang gebraucht, bis sie dann wirklich in Betrieb gegangen sind. Da gab es ja ein paar Thematiken. Aber sie haben sich auch ziemlich lang verzögert, ne? Wir haben ein bisschen Verzögerung, wobei also das hat sehr was mit der Komplexität und mit der Enge an dem Standort zu tun. Dadurch, dass die Gewerke so stark ineinander gegriffen haben, hat es schon ein bisschen länger gedauert als ursprünglich geplant. Und vielleicht waren die Architekten auch ein bisschen optimistisch. Das müssen wir vielleicht optimistisch? Ja, genau. Haben Sie eigentlich einmal den Gedanken gehabt, dass man es ähnlich wie in Erding macht, dass man da oben bohrt bis in den Malm, wo das heiße Wasser kommt und dann mit Geothermie arbeitet? Also wir haben hier schon in Freising auch mal Untersuchungen gemacht als Stadtwerke schon vorher im Zusammenhang mit dem Thema Geothermie. Wir haben sogar mal einen Claim beantragt für Freising, aber das Wasser, was hier hochkäme, also für uns war es jetzt nicht wirtschaftlich, das würde sich nicht rechnen aus unserer Sicht. Wir dürfen das da unten. Also wir müssten eben auch so knappe 1800 bis fast 2000 Meter runter und das Wasser, was dort erschlossen werden kann, hätte so ungefähr 60 Grad plus minus und ja, das ist an der Grenze, dass es wirtschaftlich sich trägt und derzeit bei den sehr niedrigen Gaspreisen ist es halt einfach nicht darstellbar gewesen. Hoffentlich bleiben die Gaspreise so, nicht, dass dann auch wieder in die Röhre schauen, wenn dann plötzlich da, was weiß ich, irgendein Amerikaner die Gasleitung da in der Ostsee gehabt und ihr müsst dann plötzlich mit Elektroheizen oder so. Kann man immer noch bohren, hätte ich jetzt mal gesagt. Also, Sie haben so recht, ja. Wir sind jetzt eigentlich jetzt nochmal zum Schluss unseres kleinen Gesprächs zu kommen. Wenn Sie jetzt einen großen Batzen Geld ausgeben haben, müssen Sie jetzt dann die nächsten 20 Jahre sparen oder hatten Sie da Rücklagen? Also wir haben doch einiges praktisch durch die Gewinne der anderen Sparten finanzieren können, aber wir müssen natürlich jetzt schon ein bisschen auf die Bremse drücken. Das heißt, sprich, das muss schon alles erstmal refinanziert werden und es wird jetzt schon mal ein paar Jahre dauern, bis das wieder reinkommt. Aber wie gesagt, wir haben zum einen eine Sauna mit dazu gebaut, wo wir schon hoffen, dass da ein bisschen ein Rückfluss da ist. Wir haben hier eine tolle Gastronomie mit dazu getan. Und wie gesagt, das Bad an sich ist ja immer in der Regel nicht unbedingt kostendeckend. Aber wir denken, dass das insgesamt schon sich auch auf lange Sicht dann trägt. Ihr Wort in Gottes Ohren. Ja. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen. Danke. Damen und Herren, jetzt möchte ich Ihnen noch den Wirt vorstellen, weil wir gerade von Gastronomie gesprochen haben. Sie haben da eine ganz nette Ausschreibung gehabt vor einem Jahr. Wie haben Sie eigentlich auf die Ausschreibung für die Gastronomie beworben? Wir hatten 5 Bewerbungen. 5? Genau. Also waren Newcomer dabei. Es waren Systemgastronomen dabei, die so für Schulen und für andere Sachen das machen. Wir hatten die Familie Möchel dabei, die aus der Plantage kommt, also hier aus Freising. Und da auch ihre Erfahrung hat mit Sommergastronomie, also saisonalem Betrieb, wo viel geht und vielleicht einer etwas ruhigeren Winterzeit. Und die haben uns auch dann eben vom Konzept her schon überzeugt. Ja, vor allem, ihr macht es ja Mischung, da kann man als Badegast ja auch ein bisschen bewirten lassen, oder?
Sag mal, wir haben innen auch eine Gastronomie, also sprich, die wirkt auch nach innen. Hier soll schon ein bisschen wirklich einen Restaurantcharakter haben, auch der, der nach außen wirkt, also der von außen begehbar ist, also wo jetzt keine Badegäste hier sind. Und es gibt dann halt zusätzlich auch eine Bedienung oben im Saunabereich. Also er versucht hier alle Bereiche abzudecken. Und auch dann im Sommer wird es dann einen hinten Ausschank geben für den Freibadbereich. Also, jetzt schauen wir mal, wo der Elias ist. Aber der hat sich klugheiß verdruckt. Also, danke schon nochmal, gell? Bitte, bitte. Das ist auch nicht. Wo ist denn euer Chef? Wo ist denn euer Chef? Elias? Da? Na, da kommt er jetzt. Schauen Sie, so schauen junge, dynamische Freisinger Gastronomen aus. Jung, dynamisch, ja, genau. Gut aussehen. Lieber Elias. Warum 1902? Das warum 1902? Das ist eine Glückszahl. Nein, ist es nicht. Also nicht aus dem Himmel gegriffen, sondern es ist. Wir wollten irgendeine Verbindung schaffen zwischen dem traditionellen Freibad und dem Restaurant hier, dass ein bisschen eine Verbindung zu dem Schwimmer da herrscht. Und das erste, oder nein, das Freibad hier ist 1902, oder? Genau. 1902 war die erste Eröffnung. Und Freibad in Freising. Und Freibad in Freising. Also es hat schon Schwimmbäder gegeben, aber das Freibad hier auf diesem Platz, das erste, war 1902. Es hat drei Becken gehabt, dann hat es noch so ein Sprungbecken gehabt. Also da ist es abenteuerlich ausgeschaut. Und wann ist denn das zum letzten Mal umgebaut? Wann wissen Sie das? Also wir haben 2009 umgebaut. Das sind praktisch in das 50 Meter Becken ist ein Edelstahlbecken eingebracht worden und auch in das Sprungbecken ist ein Edelstahlbecken eingebracht worden. Diese anderen Becken, die Sie vorhin beschrieben haben, dieses 50 Meter Becken und das Kinderbecken, was sozusagen da in einer Reihe gewesen ist, die waren noch nicht mehr so gut beieinander. Die haben wir jetzt sozusagen weggerissen und an der Stelle ist jetzt Liegewiese. Und dafür ist jetzt noch ein neues Becken geschaffen worden. Muss man es echt mal bei Tageslicht anschauen. Und wie geht man sowas ran? Außer, dass man gut ausschaut, muss man ja ein bisschen Leistung abbringen, oder? Ja, stimmt. Stimmt. Wohnst du eigentlich in Freising? Ich wohne in der Blandage, richtig, ja, genau. Blandage, Biergarten. Haben schon eine Gastronomie. Und das war halt das neue Projekt. War interessant einfach. Gerade was die Gegebenheiten betrifft, also zum einen halt den Schwimmbadbetrieb und zum anderen halt ein freies Restaurant, was eigentlich davor nie so gegeben war. Es war immer Restaurant in Verbindung mit Schwimmbad und hier hast du wirklich ein externes Restaurant. Das war enorm wichtig eigentlich für das, dass wir uns dafür dann auch entschieden haben. Du musst dich ja praktisch innerhalb der Freisinger Gastronomie irgendwo positionieren. Du kannst jetzt schlecht was wie ein Furtnerbrei machen oder ein Silberbrei. Das muss ja irgendwas. Ja. Oder Blandage 2 geht auch schlecht. Deswegen war das ja wichtiger mit dem Steakhaus. Ich glaube, dass Freisinger ein zweites Steakhaus braucht. Und ich glaube, dass Fleisch nach wie vor sehr gut ankommt. Komm mal mit der Kamera. Weil das mit diesen Steakhäusern, ich finde das ja immer hochinteressant, wie hier die Steaks präsentiert werden, weil man oft denkt, ob das die Leute nicht eigentlich Angst macht, wenn sie sowas sehen. Ich bin auch das erste Mal, dass ich das so sehe. Das ist der erste Rinderrücken, der drin hängt im Reifeschrank. Ich finde es auch enorm. Das ist, von der Präsentation her, finde ich, macht super was her. Die Leute wissen, um was es geht. Präsentation Fleisch vom Kunden ist, glaube ich, schon wichtig. Habe ich damals noch studiert, da haben wir ein Fest an der Isar gemacht, am Flaucher. Da haben wir so ein Teil gekauft. Ja. Hab's in den Rucksack, nein, ich hab's einen großen Rosenrucksack gehabt, ein riesig großes Bobimesser und hab dann an der Isar auf so einer Rinde, die ich mir von einer Weide runtergeschält habe, dieses Teil zerteilt. Ich sag, dass meine Kommilitonen, die sind die Augen so rausgefallen. Ja, das glaube ich. Weil es macht einfach, und dann dahinter auf offenem Feuer grillt. Ne? Was gibt's dazu zum Fleisch? Ah, wir haben Beilagen, 6-8 Stück, verschiedene. Klassisch eigentlich, von einem getrüffelten, getrüffelt. Ich kenne nur Trüffelschweine. Nee, ein Gratin, Kartoffelgratin, klassisch, ein bisschen getrüffelt. Dann haben wir Süßkartoffelpommes, normale Pommes.
Wir haben Gemüse dazu und so weiter. Also das wichtig, Vordergrund ist natürlich das Fleisch. Metzgerei Hack ist an der Stelle echt zu erwähnen, die uns mit diesen Dry-Age-Produkten beliefern, auch was auf die Burger und so weiter. Wir wollen junge Leute ansprechen, genauso wie älteres Publikum. Das ist mir genau der Punkt. Wenn es jetzt draußen dann im Sommer hinten aus dann eine Badegäste bewirtest, die wollen ja nicht irgendwie Dry-Age-Fleisch, ne? Na, da hast du vollkommen recht. Da ist ja so, dass wir dann die einfache Küche fahren. Klassisch, was in der Bad halt oft dazugehört. Es geht um Eis, es geht um Slush-Puppy, es geht um Pommes, Currywurst, die einfachen Sachen. Die laufen ja jetzt auch schon direkt nebenan, laufen ja schon die Produkte ja eh schon. Und dann brauchst du natürlich eine gute Weine, wenn du das Fleisch verkaufst, oder? Sowieso. Rotwein ist dann sehr wichtig. Ja. Absolut. Eigentlich bist du arme Sau. Weißt ja, du das, ja? Sagst du. Du hast jetzt ein super tolles Restaurant. Ja. Wahnsinnig viel Arbeit und ein tolles Schwimmbad. Richtig. Das ist wahrscheinlich nie von Ihnen sehen. Richtig, bist, oder? Richtig. Ich war noch nicht einmal bis zum heutigen Tag. Das ist echt traurig. Das ist wirklich traurig. Gestern war so ein Zeitpunkt gewesen, kurz vor der Eröffnung, nur mal zum sagen, okay, gehe mal schwimmen, aber es ist nie dazu gekommen. Das ist echt unfassbar. Wie brauchst du nicht für die ganze Gastronomie da? Wie viel Leute? Ja. Ich glaube, momentan sind wir so um die 8 Festangestellte plus Aushilfen, die dazukommen. Wer macht der Plantage weiter? Jenny, aber wunderbare Freundin, die das oben weiterleitet. Die hat ihren Job an den Nagel gehängt. Und ja, wirklich. Du hattest auf Wirtes. Du hast auch Dusel gehabt. Ja, richtig. Wissen wir, das ist bei Freising auch so schwierig mit Personal? Nein, es ist in Freising nicht nur schwierig, sondern es ist echt richtig schlimm eigentlich. Es ist eigentlich dann eher ein Hin und Her zwischen den Gastronomien. Das ist eigentlich das Schlimme drüber. Also, Damen und Herren, jetzt haben Sie den Wirt kennengelernt. Wenn Sie mal einen schönen Fetzen Fleisch wollen, merken Sie sich dieses Gesicht. Ja. Wir machen jetzt eine kleine Pause und dann müssen wir noch ein bisschen warten. 22 Uhr macht hier das Bad dicht und dann werden wir etwas diese Halle beschreiten, weil es ist wirklich sehenswert. Also, da haben Sie hier echt ein schönes und ein gutes Händchen bewiesen, nicht nur funktionell zu bauen, sondern auch schön funktionell zu bauen. Habe ich das richtig gesagt? Ja, absolut. Ja? Genau so also, ist es. Kleine Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. Vielen Dank. Wir sind also heute, Damen und Herren, im neuen Bad in Freising. Und jetzt möchte ich Ihnen die Anna vorstellen, eine Münchnerin, die also früher öfter schon in Freising beim Baden war, aber nicht hier im Freibad, sondern in Pulling, gell? Ja, in Pulling am See mit den Flugzeugen. Und warum mit den Flugzeugen? Weil ich gerne mal Pilotin werden möchte. Ach so, jetzt müssen Sie sich vorstellen, wie sich die Zeiten ändern. Ich war ja während meiner Schulzeit auch hier in Freising Schüler gewesen, ich habe es vorher schon mal erzählt. Und wir sind nach München gefahren und haben da auf dem Königsplatz gegen den Flughafen demonstriert. Frau Liebe, ja. Verzeihen Sie mir das? Nein. Das müssen Sie mir verzeihen. Sie hätten mir fast meinen Arbeitsplatz genommen. Ja, das ist schlimm, gell? Aber könnten Sie sich nur vorstellen, dass Sie Ihren Badeplatz dann auch vom Pullinger See hier mal ins Schwimmbad verlegen könnten? Ja, könnte ich mir vorstellen, wenn eine gläserne Decke besteht, unter der ich die Flugzeuge betrachten könnte. Sehen Sie, so hat jeder seine besonderen Vorstellungen, was also Badespaß und Luxus beim Baden betrifft. Und jetzt schauen wir uns zusammen noch auf so einem kleinen Rundgang mal das tatsächliche Bad hier in Freising an, das Fresh, und da sehen wir uns gleich wieder. Damen und Herren, ich begrüße Sie jetzt im Außenbereich vom Fresh in Freising. Herr Frederking, beeindruckend. Ich kann es nicht anders sagen, es ist wirklich beeindruckend. Wie groß ist denn das ganze Gelände eigentlich? Also wir reden hier reiner Außenbereich für die Freibadnutzung so um die 20.000 Quadratmeter. Schon groß. Jetzt mal, bevor wir uns da so ein bisschen in die Einzelheiten ergehen, wieso haben Sie eigentlich den Namen gewählt oder wie sucht man sich einen Namen für ein Schwimmbad? Tatsächlich haben die Verantwortlichen, also inklusive mir, lange überlegt, ob wir uns selber einen Namen geben oder ob wir die Öffentlichkeit beteiligen.
Und einfach um die Öffentlichkeit zu Baubeginn schon mitzunehmen, haben wir dann 2017 gesagt, wir schreiben einen öffentlichen Namenswettbewerb aus. Das heißt, komplett Freising und Umgebung hatte die Möglichkeit, sich hier zu beteiligen mit Namensvorschlägen. Wir hatten kleine Karten, Postkartenformate ausgelegt an allen Stellen in den Bädern, ringsrum in der ganzen Stadt. Und wir haben tatsächlich bis zu 3.500 Vorschläge bekommen. 3.500 Vorschläge. Wie viele haben sich da gedoppelt oder gedreifacht? Also nach Abzug von Doppelungen und, ich sag jetzt mal, Vorschlägen, die nicht akzeptabel waren, waren wir knapp bei 2.000. 2.000? Aus denen wir dann auswählen konnten. Und dann hat sich ein Gremium zusammengesetzt, wo wir wiederum auch alle Nutzergruppen beteiligt haben. Das heißt, es waren Schülervertreter dabei, von den Vereinen Vertreter mit dabei, Stammgäste waren mit dabei und eben auch die Gremien der Stadt, also der Werkreferent, der Sportreferent und drei Verantwortliche, die Geschäftsführer der Stadtwerke und meine Wenigkeit. Und dann ging es halt Ausschlussprinzip. Die Runden wurden immer kleiner, bis zum Schluss dann neben, ich sage jetzt mal, wie Badeanstalt, skurrile Namen oder Pier 23, letztendlich dann das Fresh sich rauskristallisiert hat, weil es sehr geläufig war vom Wortklang her und wir der Meinung sind, es etabliert sich relativ schnell und aber auch mit dem Untertitel Freisinger Erlebnisschwimmbad den Inhalt des Bades relativ gut rüberbringt. Also ich habe Ihnen ja vorher schon gesagt, ich habe hier meine Schulzeit teilweise im Sommer verbracht und im Freibad, das ja früher war, das hat jetzt völlig anders ausgeschaut. Gell? Da gab es also hier zwei Becken, da hinten war irgendwie Sportbecken noch gewesen und also, dann der Turm, das war ungefähr da, wo jetzt der ist, aber es hat völlig anders ausgeschaut. Man hat versucht, ja, tatsächlich sich für den Standort ja entschieden, hier, aufgrund der langen Geschichte und der Verbindung, wenig ist erhalten geblieben. Also wir haben das 50 Meter, Sie haben es angesprochen, 50 Meter Wettkampfbecken im Hintergrund, was 2009 zusammen mit dem Sprungturm in Edelstahl umgebaut wurde. War ja auch eine Entscheidungsgrundlage für diesen Standort. Das heißt, die Becken sind Bestand. Und die alten Becken, die Sie angesprochen haben, hier bekannt als Damen- und Herrenbecken und dieses sogenannte Krakenbecken, wo die Krake auf dem Boden aufgemalt war, die sind wirklich aufgrund der Bauweise dem zum Opfer gefallen und werden im Prinzip ersetzt durch dieses unter uns liegende große neue Freizeitbecken, wo man dann im Prinzip auf knapp 610 Quadratmeter spielen, planschen, schwimmen. Wir haben Schwimmerbahnen hier, den vorderen Teil ein bisschen flacher für die Kinder mit der Breitrutsche zum Spielen hat. Ja. Wieso haben Sie es in Edelstahl gemacht und nicht in Fliesen? Was ist da der Unterschied, beziehungsweise warum Edelstahl? Edelstahl ist einfach aufgrund der Belastung wesentlich besser geeignet für den Außenbereich. Mhm. Das heißt, wir haben keine Frostprobleme im Winter, wo dann die Fugen uns auffrieren, beispielsweise die Fliesen springen. Und hier kann man dann eben wirklich leichter reinigen das Ganze und pflegeleichter letztendlich. Wie oft muss was abgelassen werden zum Reinigen? Also wir lassen es einmal im Jahr ab. Einmal im Jahr? Im Prinzip zum Ende der Wintersaison. Aber das wäre so ein Warmbecken, wo man im Winter dann auch rauskommt, oder? Nein, nicht. Tatsächlich ist es nur Freibadbereich. Oh, verstehe. Man kann dann von drinnen nach draußen schauen, aber nicht nutzen das Ganze. Ja. Das ist aber mit dem Energetischen. Sie müssen dann, haben Sie irgendwie spezielle so Schwimmbadkollektoren am Dach, so Durchlauferhitzer oder Feuerhitzer? Nein, das haben wir nicht. Wir haben unser eigenes BHKW im Haus. Das heißt, wir erzeugen ja einen Großteil selber Strom und natürlich dann Abwärme, die wir dann hier für die Beckenbeheizung nutzen. Natürlich im Außenbereich ist es klassisch nicht, dass wir hier 32 Grad Wassertemperatur erreichen wollen wie im Innenbereich, sondern wenn wir uns hier bei 24, 25 Grad einpegeln, dann ist es tatsächlich auch das, was man sich im Sommer wünscht, ein Becken zum Abkühlen und zum Planschen. Und dann kommen wir wieder auf den Namen Fresh. Genau, richtig. Das ist halt frisch. Damen und Herren, das Blockheizkraftwerk, das möchte ich mir noch anschauen, weil also die Technik interessiert mich halt immer ganz stark und Blockheizkraftwerke sind eine Technik, die zeitgemäß ist. Aber bevor wir das tun, schauen wir uns noch den Außenbereich der Sauna an. Gibt es nämlich ja auch. Da oben dieses charmante Heisel ist also nicht Ihr Wohnhaus oder Ihre Dependance in Freising für die Gäste da. Unser Hauptaufgussauna wird es später werden. Also Sauna gibt es gleich, Damen und Herren, aber vorher müssen wir uns noch eine Schaukelbucht erklären lassen. Ich bin ja gerade vorbeigegangen und dann habe ich zu Herrn Frederking gesagt, Herr Frederking, für einen Whirlpool ist aber das ein bisschen zu tief. Da schwappt das Wasser immer in die Nase. Und dann haben Sie gesagt, das ist eine Schaukelbucht. Ja, auch hier haben wir selber dazugelernt. Eine Schaukelbucht, ähnlich das Prinzip der Badewanne. Wenn man das Wasser aufschaukelt, kommt man tatsächlich dann relativ hoch aus diesem Becken raus. Allerdings hier durch Zutun von Muskelkraft. Und da unten ist ein Düsen, oder was ist das? Nein, das ist nur ein Wasserzulauf. Also muss praktisch der Besucher hier dann zusammen so zusammenbaden und nicht vereinzelt. Also gerade für die Jugendlichen, die dann sich hier aufschaukeln können, auf gut Deutsch, sich gegenseitig hochpushen, haben wir dann hier eine schöne Attraktion. Sagen Sie mal, wie läuft es eigentlich in einem Schwimmbad? Entschuldigung, wenn ich jetzt so eine uncharmante Frage stelle. Wenn sich der Jugendliche dann in sein Bad verliebt hat, zu verhindern, dass der in der Nacht dann, wenn es eigentlich zu ist, wiederkommt und dann sein Badevergnügen fortsetzt.
Nicht schwierig bei so einem großen Außengelände. Ja. Also wir reden hier über ein Problem, was alle Bäder haben. Es lässt sich nicht gänzlich vermeiden. Okay. Wir haben einen 1,80 Meter hohen Zaun rings um das ganze Bad gezogen. Und natürlich haben wir eine Objektüberwachung, die auch in unregelmäßigen Abständen des Nachts hier Patrouille läuft. Aber Kameras haben es schon eingerichtet, oder? Außenbereich ist ein bisschen... Wird kommen, aber lediglich zur Überwachung der Becken. Aber da natürlich, wir zeichnen ja nicht auf, sondern es ist tatsächlich eine 1:1 Beckenüberwachung, die unsere Bademeister als Unterstützung der Schichtarbeit nutzen. Verstehe. Hier nun, Damen und Herren, sind wir im Außenbereich der Saunaanlagen von Fresh. Also ich bin wirklich beeindruckt. Das habe ich gerade gesagt zu meinem Frederking. Herr Frederking, jetzt fände ich bloß ein paar Goldorfen und große Karpfen. Und da haben sie eigentlich ein Biotop und irgendwie so seinen Link zu den Isarauen, also ein Stück Natur im Schwimmbad. Ne? Ja, war auch Sinn und Zweck der ganzen Sache. Sauna hat ganz, ganz viel mit Wellness, Gesundheit, die Seele baumeln lassen, Prävention, Entspannung zu tun. Und ein geklortes Becken hat unserer Meinung nach im Außenbereich da nicht dazugehört, sondern es ist Natur pur. Ob wir den Fröschen nachher Herr werden, die wir uns natürlich nicht wünschen, ist wieder ein anderes Thema. Die kommen ja nur einmal im Jahr. Die Kaulquappen sind das Problem. Aber Sie müssen es einfach nur richtig darstellen. In der Türkei gibt es zum Beispiel so ein Bad, da haben die so kleine Bitterlinge. Und das ist für Leute, die Psoriasis haben. Echte, die nagen dann so diese Schuppen. Zum Abknabbern. Naja, klar. Das müssen sie halt ähnlich machen. Da kann man richtig viel entwickeln. Ja, klar. Das ist genau der Trick. Und was ihr fragen wollt, also wie machst du das dann im Winter, dass man da nicht dann ausrutscht und dann irgendwelche blaue Flecken sich holt. Sie haben das alles mit Fußbodenheizung versorgt. Wir haben hier die Hauptwege oder fast alle Wege im Außenbereich der Sauna mit einer Glykolheizung versehen. Aha. Dass man im Prinzip da, wir befinden uns im Barfußbereich, nicht mit Streusalzen arbeiten muss oder irgendwas, die Haut oder die Füße angreifen und auch keinen Split, der dann unangenehm ist zum Laufen. Und dann natürlich die Unfallgefahr minimiert, weil wir hier über einen ganzjährigen Außenbereich reden. Das heißt, wir sperren hier nichts ab. Auch der Teich, über den wir gerade gesprochen haben, ist ganzjährig zu nutzen und dann natürlich richtig schön fresh. Also da wachsen dann Seerosen drauf und Teichrosen und Schilf und also dann kommen nicht, die Libellen vorbei. Also wir haben zumindest in der Aufbereitungszone, die man dahinter sieht, okay, wird das Schilf richtig schön hochwachsen. Im Teich selber werden natürlich keine Seerosen wachsen. Aha. Genau. Ich habe das einmal in Anaheim, USA, in Disneyland erlebt, wie schrecklich das ausschaut, wenn in so Außenbereichen geklortes Wasser unterwegs ist. Die kloren ja alles zu Tode. Ja. Und das wollen Sie dann wirklich das ganze Jahr über betreiben hier, die Sauna? Oder ist dann irgendwann mal, wenn es richtig heiß wird, hier dicht? Nein. Sauna im ganzen Jahr gesund. Okay. Das heißt auch klassisch die Vorteile der Sauna im Sommermonaten, wo ja viele sagen, um Gottes Willen, in die heiße Sauna. Der Temperaturhaushalt wird viel besser ausgeglichen vom Körper und ich kann im Nachhinein die Außentemperatur, die mich vorher gedrückt hat, viel, viel besser ertragen. Das heißt also, Sie haben das Bad 365 Tage im Jahr auf, oder? Dieses Jahr ja. Wir werden dann über eine Schließzeit von einer Woche oder zwei Wochen reden, wo wir dann eben Revisionsarbeiten durchführen müssen, die im normalen Betrieb nicht möglich sind. Aber sonst haben wir eine 365 Tage fast komplett offen. Ja. Jetzt noch eine ganz andere Frage. Wo haben Sie diese... Also wenn ich was baue, kann ich es nur dann richtig gut bauen, wenn ich vorher schon mal etwas Kleineres, Ähnliches gebaut habe. Sie haben mir vorher schon mal erzählt, Sie waren in relativ vielen Bädern unterwegs. Haben Sie denn schon mal irgendwas Ähnliches eröffnet oder betrieben? Also in der Konstellation mit Freibadbereich und Kombibad nicht. Tatsächlich, neu. Freibad ist dann die Kombination mit dem Hallenbad neu. Also Freibad, also Bad und Saunaanlagen, ja, gerade große Saunaanlagen. Aber wie gesagt, man lernt dazu, man wächst mit seinen Aufgaben und wir sind ein relativ großes Team, was hier im Prinzip mitgewirkt hat. Wir haben von Planerseite sehr, sehr viel Unterstützung gehabt, die eben viele große Bäder gebaut haben. Wie gesagt, und in ein paar Sachen haben wir uns stark eingemischt, in ein paar Sachen haben wir den Architekten und den Planern freie Hand gelassen. Und insofern war es eine relativ gute Zusammenarbeit und das Ergebnis... Das hat das Artikel gehabt, freie Hand bei Architekten. Ja, man muss ja immer das Gefühl geben, dass Freihand ist, wie weit man dann sich selber mit einmischt. Natürlich hat man dann Reibungspunkte, die sich ergeben, aber das ist ganz klar, das gehört einfach auch mit dazu. Ja. Ich meine, was mir wirklich gut gefällt, ist diese Architektur, die es haben. Also es ist halt nichts quadratisch praktisch gut, sondern es hat einen Schwung, es lebt. Und jetzt, wo es noch nicht einmal ganz fertig ist, wie viele Entwürfe haben Sie denn da gehabt, bis Sie den gefunden haben? Es war leider vor meiner Zeit, also in dieser Entwurfsphase gab es, ich müsste lügen, bis zu 20 Bewerbungen, also über 20 Bewerbungen, die im Prinzip bei diesem Architektenwettbewerb mitgemacht haben, aus denen dann eine Fachjury den Gewinnerentwurf ausgewählt hat. Letztendlich sind wir super zufrieden damit, weil es tatsächlich wunderschön ist, es harmoniert alles und insofern freuen wir uns. Was immer sehr spannend ist, Damen und Herren, wenn auch sehr unverständlich, das sind Schwimmbäder von unten. Es sei denn, man hat eine Scheibe drin und kann ins Becken schauen.
Herr Baumbach. Gibt es sowas auch zu Scheiterung? Bei uns nicht, aber es gibt Becken, die schon haben, dass man, also das ist gerade die Altbestandsbecken, dass man da die Scheinwerfer reingehangen hat, beziehungsweise mittlerweile die Sichtfenster, um zu sehen, ob Verunreinigungen oder Sonstiges im Becken sind. Maurice Baumbach, ein toller Name. Wissen Sie, ich bewundere Menschen wie Sie, weil Sie sind derjenige, der schuld ist, wenn es nicht funktioniert, die ganze Technik. Und wenn man das so durchgeht und sich die Technik anschaut, es ist der Wahnsinn. Wie viele verschiedene Pumpen haben Sie hier drin? Sehr, sehr viele. Ich habe jetzt kurzfristig, also die Woche erst angefangen. Ich habe noch keine gezählt, weil es so viel Input ist, aber es sind einige. Wir haben sehr viele Filterkreisläufe, weil jedes Becken seinen eigenen hat. Und da sind auch jeweils 1 bis 2 Pumpen mit dabei. Was man nicht vergessen darf, es sind ja auch noch kleinere Pumpen dabei, die zur Chlor- und pH-Wertregulierung, dass wir unseren Badegästen immer einwandfreies Beckenwasser zur Verfügung stellen können. Was mich beeindruckt, ist zum Beispiel das Radl da an dem Schirber, dass man noch nicht alles elektrisch hat, so mit Hydraulik, sondern dass man immer noch von Hand drehen kann. Ne? Da gibt es teilweise die Radl zum Drehen, aber teilweise funktioniert es auch vollkommen elektrisch bzw. über Druckluftleitungen. Haben Sie das eigentlich studiert oder? Ne? Ich bin gelernter Schwimmmeister. Was sind Sie? Schwimmmeister. Echt? Ja. Ich hätte es gewettet, dass Sie so ein Versorgungstechnikstudium hinter sich haben. Nein. Sich intensiv mit Rheologie befasst haben oder mit Wärmerückgewinnung oder sowas. Nein, das ist ein Teil von der Meisterausbildung. Das gehört mit dazu. Die komplette Bädertechnik in der Ausbildung macht man da schon sehr viel mit. Mhm. Aber der ganze Rest ist über jahrelanges Arbeiten, die Eigenaneignung und natürlich auch diverse Fortbildungen. Ja. Wie lange gibt es denn eigentlich schon diese doch relativ neue Technik, dieser Kombination zwischen Filtern und zwischen Chloren? Weil, also ich habe es vorhin schon mal erzählt, Schüler war, da hat es in den Becken immer total nach Chlor gerochen. Und da hat es auch keine Filter gegeben. Oder man hat vielleicht, was weiß ich, über grobe Filter irgendwelche Schwebstoffe rausgeholt. Aber Sie reinigen das Wasser ja mit Filtern. Ja, aber tatsächlich müssen Sie sich wieder umdrehen. Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Einen zeitlichen Abriss, wann es umgestellt wurde, müsste ich jetzt überlegen. Kann ich weiß sogar, in München, da haben wir so vor 20 Jahren noch kräftig ozoniert. Also da haben wir praktisch diese Keime mit Ozon abgetötet. Ja, da gab es die diverse Anlagen, die das haben. Es gibt auch noch 1, 2 Bäder, die mit Ozonierung fahren. Das merkt man dann immer, wenn die Becken sehr viele Luftbläschen drinnen haben, wann die Umstellung von diversen Festchlorstoffen auf die Chlorunterdruckleitungen passiert. Das kann ich auch nicht so genau sagen. Aber ich kenne diese Chlorgerüche und die Blöcke, die man ins Becken schmeißt, aus der Kindheit noch. Ja. Wobei ich jetzt gerade von Ihnen erfahren habe, dass das, was riecht, gar nicht so sehr das Chlor ist, sondern es sind die Reaktionsprodukte zwischen Chlor und Hautpartikeln. Ne? Ja, es ist tatsächlich so. Der ungereinigte Badegast, gerade an stark frequentierten Tagen, trägt halt leider seinen Teil dazu bei, muss man in Anführungsstrichen sagen, dass wir diesen typischen Schwimmbadgeruch, Chlorgeruch in der Luft haben und den immer auf eine starke Chlorierung der Becken zurückführen, was tatsächlich ja nicht der Fall wäre. Bevor wir jetzt nur so einen Filter anschauen, da mir interessiert, oh, hier ist ja einer. Das ist das Filtergranulat, oder? Was das ist das Filtermaterial. Das ist Sand angereichert mit einer Aktivkohle, die dann auch das Restchlor komplett mit rausfiltert, damit wir dann das gefilterte Wasser wieder neu mit Chlorflockungs pH-Regulierer, also Laugen oder Säuren, versetzen können, dass da wieder ein frisches Wasser nach oben kommt. Ja, was haben Sie denn für einen pH-Wert? pH-Wert haben wir zwischen 6,85 und 7,05 in den verschiedenen Becken. Also ganz leicht sauer praktisch. Ja, ist gut für Haut, gell? Im optimalen Bereich, den müssen wir auch haben, weil wir sonst Probleme kriegen mit unserem Flockungsmittel, weil das dann nicht reagieren kann. Und wenn es dann oben im Becken ist, dann haben wir da eine Verfärbung und es möchte kein Badegast haben. Und wir ich weiß schon, Damen und Herren, Sie sagen jetzt, was wären schon wieder so chemisch, aber wenn wir schon mal solche Leute vor der Kamera haben, dann muss man das einfach ausnutzen. Was tun Sie gegen Legionellen? Legionellen ist ja im privaten Haushalt schon ein riesengroßes Thema. Gibt es das in Bädern auch? Gibt es bei Ihnen irgendwelche Rohre, so Leitungen, die mir nicht offen sind, wo sich sowas verstecken kann? Also es gibt in jedem Bad längere Leitungen. Das Problem ist nicht in den Becken, sondern eher in den Duschen. Hier wird entgegengewirkt, dass bei uns jede Dusche nach spätestens 24 Stunden, wenn sie nicht benutzt wurde, automatisch sich einmal anschaltet. Und einmal im Monat wird im Normalfall eine Legionellenspülung gemacht, wo dann auch jeder Wasserhahn, jede Verbrauchsstelle geöffnet wird, dass die Bildung der Keime gar nicht vonstatten geht. Also wir wissen, Legionellen sind Eiweiß, bestehen aus Eiweiß und alles, was über 42 Grad geht, verdrängt schon nicht mehr. Gell?
man kann den eigentlich ganz leicht Herr werden, wenn man mit heißem Wasser arbeitet. Richtig, also wir gehen da auch noch eine Stufe weiter. Wir machen es nicht über 42 Grad. Wir schauen, dass wir 60 Grad aufwärts in die Leitungen kriegen. Deswegen können wir es auch nur machen, wenn keine Badegäste im Haus sind, wegen der Verbrühungsgefahr. Aber wir möchten da wirklich dagegen wirken, dass wir diese Problematik gar nicht erst bekommen. Und jetzt würde ich mir gerne noch Ihr Blockheizkraftwerk anschauen. Dieses geniale technische Teil, wo so Strom erzeugt wird und praktisch noch nebenbei Energie und Wärme, die man dann hier im Bad auch nutzen kann. Machen wir das? Sehr gerne. So, und jetzt sind wir also in einem Raum drin, den ich mir ein bisschen lauter vorgestellt habe. Blockheizkraftwerk, da wird Strom gemacht und Wärme. Können Sie mir kurz erklären, wie? Wir betreiben einen Motor und der Motor heizt innen drinnen Wasser mit auf. Das wird in unsere Pufferspeicher zugeführt, das geht in den Heizkreislauf und während der Motor läuft, wie bei einem ganz normalen Verbrennungsmotor, wird auch Strom erzeugt, der mit eingespeist wird. Der Motor läuft mit raus, mit Gas, oder? Mit Gas. Verstehe. Sieht man hier schön an der gelben Leitung. Wir haben hier Leistungszahlen, können Sie einmal selber schauen. Also tatsächlich haben wir knapp 400 kW thermische Leistung und knapp 240 kW elektrische Leistung, die dieses Gerät erzeugt. Gut, jetzt haben wir die Technik geschaut, jetzt wenden wir uns noch etwas dem Saunabereich zu, und zwar dem Innensaunabereich, der auch wunderschön geworden ist, wobei mich auch so Messgeräte auch sehr interessieren. Achso, und weil das Gas neu geht, klar, hat man keinen Rückstau und das zeigt null an. Das hier ist jetzt eine von wie vielen Hallen? Wie viele haben Sie hier? Drei. Drei? Drei verschiedene Badehallen, genau. Aha. Und das hier ist so für die Leute, also im Prinzip der die entspannen wollen, oder? Ja, Attraktionsbeckenbereich, also sowohl für Jung und Alt, sag mal, wo man ein bisschen was erleben kann. Das Klassische, was Freising ja bisher nicht hatte, ja. Nimm die normalen Sportbecken und Schwimmerbecken. Tatsächlich der Bereich, wo man sich erholen, entspannen kann. 32 Grad warmes Wasser und alles, was dazugehört. Sprudeligen, Nackenduschen, Entströmungskanal, Whirlpool. Also alles in einem Becken vereint. Ja. Wie macht man das, dass das Bad voll ist, aber dass sich trotzdem Ihre Gäste nicht gegenseitig auf die Füße steigen, sodass man noch eine entspannte Atmosphäre genießen kann? Haben Sie da so eine Maximalbadegastzahl? Oder? Also tatsächlich haben wir eine Auflage vom Brandschutzkonzept her. Das heißt, mehr als 600 Leute dürfen sich nicht gleichzeitig im Gebäude befinden. Mhm. Wir haben ein, zwei volle Tage gehabt. Da haben wir immer knapp dran geschrammt, sage ich mal in Anführungsstrichen. Aber es ist immer... Die Gäste bleiben ja dann auch, entsprechende verkürzte Badezeit. Und dadurch haben wir einen häufigeren Umschlag an Badegästen. Und die fühlen sich dann tatsächlich trotzdem noch wohl. Na klar, gibt es eingeschränktes Liegenangebot, aber das haben sie in jedem Bad. Klassisch die Bäder, Ferien, schlechtes Wetter, dann kommen die Leute. Und dann hat man sich daran gewöhnt, dass man dann auch mal warten und mal stehen muss. Ja. Und das andere, was das Problem möchte ich denn jetzt sagen, aber die andere Sache, die Sie berücksichtigen werden müssen, Freising ist eine Schulstadt. Und ich vermute auch, dass Ihr Bad von Schulen genutzt wird. Ja? Definitiv. Wir sind als Schulbad konzipiert worden, Schul- und Vereinsbad, mit dem dazugehörigen Erlebnisschwimmbad, um das Ganze aufzuwerten. Letztendlich könnte man fast sagen, das zweite Hallenbereich mit dem Leerschwimmbecken ist so gut ausgebucht, hätten wir fast noch ein zweites bauen können. Einfach aufgrund der hohen Nachfrage von den Vereinen, den Schulen. Wir haben sehr, sehr viele Grundschulen in Freising. Wir haben aber auch Kindergärten, die bereits angefragt haben, mit diesem veränderlichen Hubboden, den wir eben genau auf die Nutzer einstellen können. Das heißt, von 0 bis 1,80 Meter Wassertief ist für jeden was dabei. Können wir mal rübergehen? Das da drüben ist praktisch dann sozusagen der Bereich, wo dann auch Wettkämpfe stattfinden können. Genau. Also wir haben wettkampfgerechtes 25 Meter Becken. Mhm. Klassisch für die Sportschwimmer, für die Vereine, aber auch klar, den normalen Nutzer, der gemütlich seine Bahn ziehen will. Ja. Und da kann der Badegast kann zwischen allen Bereichen wechseln? Ja. Und das Schöne ist, ich habe nicht nur eine räumliche Trennung, ich habe auch eine lautstärketechnische Trennung, weil Sie merken schon, ja. Wenn die Kinder drüben sich amüsieren, ihren Spaß haben, auf der Rutsche quietschen, höre ich das hier nicht. Genauso wenig drüben in den Becken. Haben Sie einen Akustiker eingestellt? Oder? Bei der Tatsächlich Akustik? Haben sich unsere Architekten sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Wir haben nicht nur durch die Holzbekleidung an der Decke und an der Wand, wir haben auch Akustikwände, sprich, die im Prinzip diesen Schall schlucken sollen. Durch diese harten Oberflächen, was klassischerweise so ein Bad hat mit viel Glas, mit viel Wasseroberfläche, bricht sich der Schall oft, soll hier eben hier geschluckt werden. Und das tatsächlich sind Luftkanone, oder? Klimaanlage. Genau. So ein Weitwurfdüsen, die man sich dann die Luft rauswerfen. Okay. Dann, das waren jetzt die Schwimmbereiche. Es gibt aber hier im Bad natürlich auch Saunen. Und die schauen wir uns jetzt mal.
Also ich finde das ja wirklich beeindruckend mit so viel Glas, das habe ich sonst noch nie gesehen. Wir haben im Innenbereich 3 verschiedene Saunen und 3 verschiedene Saunen im Außenbereich. Im Innenbereich die klassischen Saunen, angefangen von der finnischen Aufgusssauna, die 95 Grad für die trockenen Aufgüsse bietet. Wir haben hinter uns die Biosauna, klassisch die Einsteigersauna mit 50 bis 55 Grad und 30%iger Luftfeuchtigkeit und ein Dampfbad, was einfach mit dazugehört, mit knapp 40 Grad und knapp 100%iger Luftfeuchtigkeit. Sehr ansprechend alles ausgestaltet. Das ist eine Birkenholzwand. Okay. Sprich, man hat die Birkenabschnitte aus der Produktion dann hier zusammengepresst. Das ist auch so der regenerative Gedanke, den die Stadtwerke da haben. Ja. Das heißt, wir wollen nicht die 0815, sondern was Besonderes schaffen. Und da haben wir eben hier ein ganz besonderes Stück geschaffen, was bei den Gästen genauso ankommt, wie wir uns das vorstellen. Ja, das schaut, Aha-Effekt. Schaut toll aus. Und Birke, ich meine, ich hätte das normalerweise jetzt in der finnischen Sauna drin. Na, vielleicht noch so einen großen Kübel, wo dann die Birkenzweige drin sind. Ne? Ja, dieser klassische Wenig-Aufguss ist es ja dann. Aber hier haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht. Weil die Überlegung bestand lange, was macht man mit einer finnischen Sauna? Ja. Die ursprünglichste Form der finnischen Sauna ist die Rauchsauna aus Finnland. Mhm. Das heißt, die hatten ja früher keine Elektro- und keine Gasöfen, sondern haben alles mit Holz betrieben. Mhm. Das heißt, die Sauna wurde angeheizt, Türen und Fenster zugelassen, bis genug Hitze drin war. Natürlich kam dabei Ruß in die Saunakabine und nach den Jahren haben sich die Wände schwarz verfärbt. Und wir haben uns tatsächlich eine finnische Beize besorgt, um diesen Effekt hier nachzugestalten, dieser finnischen Rauchsauna. Das heißt, wir haben diese dunkel gebeizten Wände mit dem hellen Holz als den Bänken dazu. Und es hat einen super Kontrast und man sieht schon von der Beleuchtung her auch was Besonderes. Ja, also ich muss ja wirklich sagen, es ist schon sehr beeindruckend. Vor allem, wenn man Münchner, städtische Bäder gewohnt ist mit Saunen, da kann man durchaus mitholzen. Aber Damen und Herren, das ist jetzt nur eine ganz persönliche Meinung von mir. Sie wissen ja, ich versuche immer, Ihnen so kleine Ideen zu liefern, wo vielleicht man die nächste Reise oder der nächste Ausflug hinführen könnte. Ne? Freising, Domstadt mit großem neuen Kombibad, sagt's mir. Erlebnisschwimmbad. Erlebnisschwimmbad. Erleben auch Sie Freising, die Domstadt mit Erlebnisschwimmbad. Bedanke mich für die Führung. Vielen Dank. Wünsche Ihnen einen schönen Abend mit neuen Ideen, neuen Zielen. Bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott.